Es ist altbekannt, MagSafe ist ziemlich cool. Man sollte eigentlich jedes Auto mit einem MagSafe-Adapter ausstatten, Handy gegenpappen und es lädt sich, man kann darüber navigieren. Es ist wirklich super praktisch und super schön. Ich möchte jetzt kurz in diesem Video zeigen, wie man einen alten Up auf Magnethalterung umrüstet. Hintergrund des Ganzen ist, wir haben einen neuen Up, der hat einen USB-Port. Das ist das Ganze ziemlich einfach, brauchen wir nur so eine Adapterplatte da, einen MagSafe-Adapter aus dem Internet gegenkleben und es läuft. Beim alten Up, meine Schwägerin hat so einen, ist das noch anders. Damals war so ein Garmin mit enthalten und da sind so komische Pins mit so einem Spezial-Dock und so weiter und leider eben kein USB-Anschluss. Das heißt, sie hat dieses uralte Navi, was überhaupt eine scheiß Routenführung macht. Und Kabelsalat, wenn sie ihr Handy dann mit irgendwelchen Halterungen da irgendwie sonst noch befestigt. Und sie fand das sehr cool, was wir in unserem Up haben. Da dachte ich mir, vielleicht kann man das bauen. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss sich nur letztlich entweder seine eigene Halterung knacken oder eine zusätzliche Halterung kaufen. Ich habe da nicht wusste, ob das klappt, über Kleinanzeigen für kleines Geld eine zusätzliche Maps and More Dock, heißt das, glaube ich, erstanden. Hab das Ding geknackt, um zu suchen, wo jetzt da die 12 Volt sind, die ich eigentlich suchte. Und noch viel besser, da waren gar keine 12 Volt, sondern 5 Volt zu finden. Und auf den ersten Versuch ging es gleich. Ne? Also man muss nur erste Kabel, dritte Kabel, wenn man bei dem markierten Kabel mit der Pin 1 anfängt anzapfen. Und dann eine USB-Buchse dranlöten, die reinkleben in die Halterung mit viel Heißkleber. Vorne drauf die MagSafe-Platte. Und schon geht's. Ich zeige euch jetzt kurz, wie ich das gemacht habe. Das kann man sicher auch noch schöner und ordentlicher machen, aber das war wirklich eine Arbeit von 2,5 Stunden und dann war das fertig. Also ich war überrascht, wie schnell das ging und schwuppdiwupp lädt das Handy. Hier, das ist der normale Adapter, der im Up oder Mi oder CityGo drin ist. Alte Version, statt USB-Port damals noch diese komischen Pins zum Anschluss von dem Garmin-Gerät. Das ist derselbe Fuß geknackt. Die erste Leitung rot und die dritte Leitung führen 5 Volt. Wenn man hier eine Buchse ranlegt, hat man bei Zündung an 5 Volt zur Verfügung. Und jetzt sieht man, mein Handy lädt. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch zusammenbauen. Und dann haben wir gleich eine schöne Magnethalterung. Ja, hier sieht man nochmal, wie ich das zuerst mal verbunden habe zum Test. Ich habe als Buchse so einen alten USB-Hub, der kaputt war, geschlachtet. Am besten ging das mit der Blechschere einfach alles rauszuschneiden. Dann rein mit Heißkleber, nachdem das angelötet ist. Und ich habe mit einem Winkelkabel das dann letztlich festgemacht. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Viel Spaß beim Basteln. Tschüss.